Fahrradfahren macht den Kopf frei und Fahrradfahren ist die gesündeste Form der Bewegung. Und ich hatte quasi als Jugendlicher nur die Möglichkeit, die Stadt zu entdecken, indem mein Vater mir die Stadt gezeigt hat. Und das haben wir immer mit dem Fahrrad getan. Die Stadt ist faszinierend, sie ist Kulturlandschaft, sie ist Industrie, sie hat Facetten, sie hat Geschichte. Und das habe ich immer irgendwie geliebt, für mich zu erschließen. Insofern versuche ich auch anderen Menschen, die die Stadt nicht so gut kennen, etwas näher zu bringen. Und als Cluster- und Industriereferent in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation bin ich Ansprechpartner und bin Mitglied zum Luftfahrtcluster Hamburg Aviation. Viele Menschen wissen noch nicht, dass Hamburg der weltweit drittgrößte Luftfahrtstandort ist. Und das ist durchaus etwas, was wir noch sehr viel lauter sagen müssen. Denn diese Industrie bietet in Hamburg vielen Menschen Beschäftigung. Nicht nur in Hamburg, auch in der ganzen Metropolregion haben wir über 40.000 Menschen, die in dieser Industrie ihre Arbeit finden. In den 40 Jahren meiner Tätigkeit in dieser Behörde habe ich in der Hafenverwaltung gearbeitet. Ich habe als Personalratsvorsitzender gearbeitet und war für die Menschen da. Die Orte der Radtour durch Wilhelmsburg oder über die Vettel- und Rothenburgsort sind eng verknüpft mit meiner Familiengeschichte. Ich habe das Erbe von meinen Eltern angetreten, bespickt mit sehr vielen Urkunden und Hinweisen, wo sie früher gelebt haben und wo sie ihre Fußspuren hinterlassen haben. Wir sind Teil des Clusters an der öffentlichen Seite, nämlich an der Seite von Politik und Verwaltung. Neben den beiden anderen Seiten, Wirtschaft und Wissenschaft, bilden wir hier die dritte Säule. Ich kümmere mich an der Stelle um die Belange des Mittelstandes, der Industrie, um Airbus, um Lufthansa Technik, für Start-ups, um Finanzierungsfragen. Wir sind Spitzencluster geworden 2008. Wir haben über 40 Millionen Euro Fördergelder für den Luftfahrtstandort Hamburg, für Luftfahrtforschungsprojekte hier am Standort, für die kleinen Unternehmen, für die Dienstleister und für die großen Unternehmen generieren können. Und das war das erste Mal, wo wir mit der Industrie und mit der Wissenschaft zusammengearbeitet haben. Und alle haben dann gemerkt, dass Gemeinsamkeit stark macht und dass man am Ende auch gemeinsam Erfolge feiern kann. Mein Name ist Uwe Kleber. Ich bin Industrie- und Clusterreferent in der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Ich bin einer von 40.000 im Luftfahrtnetzwerk Hamburg Aviation.